herzlich willkommen. Alle reden derzeit über Umweltschutz und über das Klima. Wir reden heute über den Mann, der den Umweltschutz quasi erfunden und als erster vor dem Klimawandel gewarnt hat. Alexander von Humboldt war ein weltweit gefeierter Universalgelehrter und ein Pionier der Ökologie. Vor 250 Jahren wurde er geboren, bereiste die halbe Welt und hat die Natur ganz neu gedacht. Kann er uns vielleicht dabei helfen, die Klimakatastrophe zu verhindern? Darüber rede ich jetzt mit der Historikerin Andrea Wulff. Sie ist auf Humboldts Spuren durch die Welt gereist und hat eine vielfach preisgekrönte Biografie über ihn geschrieben. Herzlich willkommen, Frau Wulff. Ja, war dieser Humboldt vor 200 Jahren so etwas wie ein Popstar? Das ist vielleicht gar keine schlechte Beschreibung. Humboldt war auf jeden Fall der berühmteste Wissenschaftler seiner Zeit. Er war so berühmt, dass, wenn ihn Leute besucht haben in Paris, die brauchten seine Adresse zum Beispiel nicht. Die mussten dem Kutschfahrer einfach nur sagen, wir möchten gerne zu Alexander von Humboldt. Und dann wusste jeder, wo seine Adresse ist, wo er wohnte. Er war so berühmt, dass Wissenschaftler aus aller Welt ihn besucht haben, mit ihm reden wollten. Er war so berühmt, dass er am Ende seines Lebens so viele Briefe gekriegt hat, dass er eine Anzeige in allen amerikanischen Zeitungen geschaltet hat, wo er gesagt hat, liebe Fans, bitte schreibt mir keine Briefe mehr. Ich muss mein Lebenswerk Kosmos zu Ende schreiben. Ich kann eure Briefe nicht beantworten. Und heute gibt es mehr Plätze, Tiere und Pflanzen, die nach Humboldt benannt sind, als nach irgendjemand sonst. Die Humboldt-Pinguine zum Beispiel. Der Humboldt-Strom, genau. Und Sie haben dieses wundervolle Buch geschrieben, das trägt den Titel Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Hat er die Natur also nicht entdeckt, sondern erfunden? Naja, das ist natürlich so ein bisschen ein Spiel mit Worten. Ich kriege manchmal Leserbriefe, die sagen, aber Herr Humboldt hat nicht die Natur erfunden. Er hat natürlich die Natur nicht erfunden, aber Humboldt hat ein neues Konzept der Natur erfunden. Er hat uns ein Konzept der Natur gegeben als ein Web of Life, ein Netz des Lebens oder ein Ökosystem, wie wir das heute nennen, ein lebendiger Organismus. Und dieses Konzept der Natur hat unsere Vorstellung der Natur total revolutioniert. Mhm. War so etwas wie ein Vordenker der Umweltbewegung, der Ökologie, wie ich das gesagt habe, des Klimaschutzes vielleicht sogar? Also Humboldt war kein politischer Aktivist, das muss man, glaube ich, unterstreichen, aber Humboldt hat vor dem vom Menschen verursachten Klimawandel gewarnt. Humboldt hat vor den verheerenden Folgen gewarnt, die angerichtet worden sind durch Rodung, durch künstliche Bewässerung, durch Monokultur. Er kannte nicht den Effekt des CO2 auf das Klima. Er konnte auch nicht ahnen, glaube ich, wie zerstörerisch wir werden würden. Mhm. Aber er hat im Jahre 1832 zum Beispiel gesagt, es gibt drei Arten, wie der Mensch das Klima beeinflussen kann. Einmal durch künstliche Bewässerung, einmal durch Abholzung und einmal durch die Entwicklung der großen Gas- und Dampfmassen an den industriellen Zentren. Also schon sehr prophetisch, würde ich sagen. Mhm. Sehr progressiv, auch wenn man jetzt, also einerseits dieses Naturverständnis, das heute Common Sense ist. Andererseits auch in politischen Fragen. Also er war gegen die Sklaverei damals, vor 200 Jahren. Hat den Kolonialismus kritisiert. Wie hat er das geschafft, seiner Zeit so weit voraus zu sein? Ich glaube, Humboldt war jemand, der dadurch, dass er so viel gereist ist, Humboldt ist um die ganze Welt gereist, so ungefähr. Also Humboldt war 5 Jahre in Lateinamerika, aber er ist auch durch ganz Europa gereist, er ist durch Russland gereist. Also Humboldt hat ganz viel von der Welt gesehen und war jemand, der ganz viel auf Zusammenhänge geachtet hat, auf globale Zusammenhänge. Und der zum Beispiel der Erste war, soweit ich weiß, der die Zusammenhänge gesehen hat zwischen Kolonialismus, Sklaverei und Umweltzerstörung. Also er hat gesehen, wie Plantagenbesitzer die Umwelt zerstört haben, weil sie zum Beispiel Zuckerrohr angebaut haben für den europäischen Markt. Mhm. Und das Zuckerrohr ist von Sklaven angebaut worden. Also er hat diesen Kreis geschlossen, den vorher niemand geschlossen hat. Mhm. Können Sie diese Zeit, in der Humboldt gelebt hat, um 1800 und gedacht hat, ein bisschen grob skizzieren? Also was da die politische Lage war, Stand der Wissenschaft und so weiter? Ich glaube, das wichtigste politische Ereignis Humboldts,
in der Lebenszeit Humboldts war wahrscheinlich die Französische Revolution 1789 ein Ereignis, das für Humboldt so wichtig war, dass er 1790, also ein Jahr danach, zum einjährigen Jubiläum nach Paris gereist ist und auch immer wieder in seinem Leben gesagt hat, in ihm ist der Geist der Revolution, der 1789er Revolution. Also Humboldt war ein liberal denkender Mensch, der diesen demokratischen Grundgedanken, der ganz wichtig für ihn war. Das ist so das Politische, glaube ich, was ganz wichtig war. Und wissenschaftlich ist es eine Zeit, wo während des 18. Jahrhunderts zum Beispiel Entdeckungen wie Teleskope, Mikroskope neue Welten eröffnet haben, wo die Natur durch die Mathematik begriffen wurde, wo der Mensch mehr und mehr Kontrolle über die Natur gewonnen hat. Also von Blitzableitern bis zu Pockenimpfungen, Dampfmaschinen, Fruchtwechsel in der Landwirtschaft. Das große Buzzword, das große Motto der Zeit war wahrscheinlich Fortschritt. Also jede Generation war neidisch auf die nächste Generation, ganz anders als heute, weil man geglaubt hat, die nächste Generation lebt in einer besseren Welt, weil die nächste Generation mehr wissen wird über die Welt. Also die Welt hat sich aufgemacht zu der Zeit Humboldts, wissenschaftlich und politisch, glaube ich. Und auch Humboldt hat sich aufgemacht. Er hat nämlich diesen Drang in die Ferne gehabt, dieses Fernweh die ganze Zeit, wollte die ganze Welt entdecken und ist dann 1799 aufgebrochen nach Südamerika, dem heutigen Venezuela, und war dann 5 Jahre lang da unterwegs. Wie muss ich mir das vorstellen damals, irgendwie ohne GPS, ohne Mückenspray und TripAdvisor und was es alles noch gibt heute? Wie war das? Also wenn man sich das anguckt, was Humboldt gemacht hat, das ist schon ziemlich crazy. Also der war ein Sohn einer sehr reichen preußischen Adelsfamilie, gibt aber sein doch sehr privilegiertes Leben auf, um dann nach Südamerika zu reisen. Er paddelt auf dem Orinoco lang, klettert die Anden hoch und runter, pusht seinen Körper wirklich zum absoluten Limit, experimentiert immer wieder mit seinem Körper. Also so ist ein Wissenschaftler, der sich selber in seine Wissenschaft mit einbringt. Sagt, was heißt er experimentiert also mit seinem Körper? Also zum Beispiel trinkt er das tödliche Curare-Gift. Das ist das Gift, was die indigenen Völker in ihren Blasrohren benutzen. Er experimentiert mit Zitteraalen. Das sind diese merkwürdigen 1,5 Meter langen Fische, die Stromschläge bis zu 600 Volt abgeben können. Er reibt sich Chemikalien in Wunden ein. Also immer wieder benutzt er seinen Körper, um die Welt zu verstehen. Und er sagt auch selber, ohne Experimente könnte ich gar nicht experimentieren. Und für diese Experimente braucht er diese Messgeräte. Wir haben 2 solche Messgeräte hier. Die sind nicht von Humboldt selbst, sondern das wäre schön, ne? Das wäre schön. 100 Jahre später von einem Schweizer Arktisforscher, Alfred de Gervin. Er ist mit denen durch Grönland gereist. Das hier ist ein sogenannter Sextant. Den brauchte man auf See zur Navigation. Und das hier ist ein kleiner Reisetheodolit, heißt der, zur Winkelvermessung. Das braucht man, um Distanzen zu messen. Und jetzt habe ich in Ihrem Buch gelesen, dass er über 40 von solchen Instrumenten dabei hatte, in schweren Kisten. Wie muss ich mir das vorstellen? Teilweise auch noch größere Instrumente. Ja, Humboldt ist mit 42 wissenschaftlichen Instrumenten durch Lateinamerika gereist. Die meisten waren einzeln verpackt in Kisten, mit Samt ausgeschlagen, sodass nichts passieren konnte. Die wurden meistens auf Maultiere geladen. Aber da gab es schon auch ziemlich prekäre Situationen, wenn sie in den Anden, wo dann die Instrumente so halb über die Felsklippen rüberhingen, also wo Humboldt auch mal sehr besorgt war. Das wichtigste Instrument für ihn war das Barometer, weil er mit dem Barometer die Höhe der Berge messen konnte. Das Druckmessgerät. Ja. Genau, und er hatte einen Dienstboten, José, dessen Hauptaufgabe es war, das Barometer heil durch ganz Lateinamerika zu tragen. Und ich habe gelesen, das Erste, was er gemacht hat, als er am Strand in Venezuela angekommen ist, er hat Thermometer genommen und in den Sand gesteckt. Also hat wirklich alles vermessen und aufgeseit und gesammelt, Tiere gesammelt und so weiter. Genau, wir haben die Karte, wo er langgereist ist, über Teneriffa.
dann nach Neugranada, hieß das damals noch. Und dann, vielleicht können Sie kurz sagen, was so die Route war. Ja, dann ist er von Cumaná ist er dann durch den, nach Caracas und dann durch den Llanos, das sind die Steppen Venezuelas, zum Orinoco und den Nebenflüssen dort. Dann ging es hoch nördlich nach Kuba, dann wieder nach Südamerika, nach Cartagena, Bogota, Quito bis nach Lima. Von Bogota bis nach Lima 4000 Kilometer durch die Anden, wo er wirklich also jeden erreichbaren Vulkan bekletterte, der ihm so irgendwie über den Weg kam. Und Sie sind ihm ja nachgereist für das Buch und auch noch für eine Fernsehdokumentation für Terra X und fürs ZDF. Was hat diese Reise mit Ihnen denn gemacht? Also wie hat die Ihren Blick verändert auf Humboldt selbst und also, auf die Natur? Erstmal, leider bin ich kein reicher Adelssohn einer preußischen Familie. Deshalb konnte ich nicht 5 Jahre durch die Gegend reisen. Aber was ich versucht habe, sind so die wichtigsten Punkte zu bereisen. Für mich war das ganz wichtig, diese Landschaften auch zu spüren. Ich weiß nicht, wie das andere Schriftsteller machen. Ich kann keine Landschaften beschreiben, die ich selber nicht gesehen habe. Was mir aber auch ganz wichtig war, ist, Humboldt hat zwar auf der einen Seite seine 42 Instrumente durch die Gegend geschleppt, aber immer wieder hat er gesagt, es sind nicht nur empirische Daten, sondern wir müssen auch die Natur fühlen. Mhm. Und genau das war für mich auch Teil der Recherche, nicht nur in den Archiven zu sitzen, was ich auch viele Jahre getan habe, sondern diese Landschaften, die so wichtig für Humboldt waren, die auch teilweise große Schlüsselerlebnisse für ihn waren, selber zu erleben. Also ob das auf dem Orinoco war oder zum Beispiel zum Chimborazo, auf den Antisana. Das waren alles Momente, wo ich dann zum Beispiel auf dem Chimborazo habe ich die Tagebucheintragungen, die Humboldt mitgenommen hat, mitgenommen und dann da oben gelesen, um irgendwie ihm auch irgendwo emotional näher zu kommen. Also das war mir auch ganz, ganz wichtig, dass das nicht nur intellektuell war, sondern auch emotional war. Weil das für Humboldt selbst auch wichtig war, dieses Beides zu haben. Weil Humboldt ist jemand, und das vergessen wir immer ganz gerne, der wird gerne dargestellt als so der Verrückte mit seinen Instrumenten. Aber Humboldt hat immer wieder gesagt, wir müssen die Natur fühlen. Wir müssen die Fantasie benutzen, wir müssen unsere Vorstellungskraft benutzen, wir müssen unsere Sinne benutzen, wenn wir die Natur verstehen wollen. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig in beiden Büchern war, dass das durchkommt, dass Humboldt eben, weil ich glaube, weil das etwas ist, was heute total fehlt in der Wissenschaft. Kein Wissenschaftler, zumindest in diesen ganzen peer-reviewed Articles, erlaubt sich, die Gefühle mit einzubringen. Aber ich glaube, dass heute in unserer Diskussion mit dem Klimawandel, dass das etwas ist, was ganz, ganz wichtig ist, wo wir ganz viel von Humboldt lernen können. Genau, weil Gefühle vielleicht nichts Objektives sind, deswegen gehören sie nicht in die Wissenschaft, aber fürs Handeln sind sie halt ganz relevant. Jetzt in Sachen Klimawandel, dass wir die Natur nicht nur irgendwie in Zahlen vermessen, sondern auch den Zauber oder sowas. Genau, also ich glaube zum Beispiel, dass das Wunder der Natur, das war etwas, was Humboldt angetrieben hat auf diesen Reisen. Und ich glaube, das ist etwas, wenn ich heute über die Verhandlungen im Klimawandel nachdenke, zumindest in der politischen Arena, vermisse ich, dass keiner sich so richtig traut, über den Zauber der Natur zu reden. Darüber, dass wir werden nur das beschützen, was wir lieben, glaube ich. Das sind keine Statistiken, sondern das ist so, wenn wir zum Beispiel immer nur über den ansteigenden Säuregehalt des Meeres reden, aber nicht darüber reden, was für einen Genuss wir haben, wenn wir im Wind am Strand stehen und diese Wellen um uns herum spüren, dann fehlt uns was, glaube ich. Und ich glaube, dass Humboldt hat immer von der Kommunikation der Natur mit unseren inneren Gefühlen geredet. Und ich glaube, das ist etwas, was heute fehlt und warum zum Beispiel das Fridays for Future Movement, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, weil die Kinder und Teenagers sich trauen, über ihre Gefühle zu reden und sagen, wir wollen, dass ihr in Panik gerät. Wir wollen, dass ihr genau die gleiche Angst spürt, die wir jeden Tag spüren. Und die haben eine emotionale Dimension zu dieser Debatte gebracht, die bis dahin gefehlt hat. Genau, wir haben sie eben kurz gesehen vor dem Chimborazo, vor diesem größten Berg in Ecuador, den Humboldt auch bestiegen hat. Damals dachte er, er sei der höchste Berg der Welt. Sie selbst sind ja viel rumgereist. Nicht nur mit dem Buch sind Sie jetzt in der ganzen Welt unterwegs seit 2 Jahren, sondern sind in Indien geboren,
sind dann nach Deutschland gegangen, leben jetzt in London, in England. Sind Sie selbst so eine Kosmopolitin vielleicht wie Humboldt? Rastlos wie Humboldt vielleicht auch. Ja, also ich habe meine mit Indien, das habe ich ja nicht selber entschieden, das haben meine Eltern entschieden, aber ich bin dann nach der Schule nach England noch gezogen und werde ich immer unruhig, wenn ich zu lange an einem Ort bin. Ich fühle mich wie Humboldt auch als Weltbürger. Ich fühle mich nicht als Deutsche oder auch nicht als Britin, sondern ich fühle mich als Weltbürger. Und ich habe oft, ich treffe Menschen überall in der Welt, die mir näher sind als vielleicht mein Nachbar zu Hause. Also ich glaube schon, dass wir in dieser globalisierten Welt leben, und das Reisen war für mich immer ganz wichtig, um diese Welt auch zu verstehen. Und vor kurzem wurde Ihnen eine große Ehre zuteil. Sie haben nämlich eine solche Medaille gekriegt hier vom Explorers Club. Und vielleicht erzählen Sie mal kurz, was das Ihnen bedeutet und wie wichtig das ist. Also der Explorers Club ist ein ganz exklusiver Club in Amerika. Den gibt es seit 1904. Und dafür muss man eigentlich ein Explorer sein, um da Mitglied also werden zu dürfen. Also ein Entdecker oder eine Entdeckerin. Ja, oder beigetragen haben zur Forschung. Die haben ganz viele, also es ist eine große Ehre wirklich, weil die haben ganz viele Famous Firsts gehabt. Also die Mitglieder, die zuerst auf dem Mond, wie Neil Armstrong war Mitglied dort, zuerst am Südpol, Amundsen, Hillary auf dem Everett, Jacques Picard, der tiefste im Meer. Also das ist schon fast eine zu große Ehre, da Mitglied zu sein. Und das ist wenn man Mitglied ist, kriegt man diese Medaille. Die habe ich immer in meinem Portemonnaie und die reist immer mit mir mit als Glücksbringer. Sehr schön. Sie haben vor diesem Buch oder vor der Beschäftigung mit Humboldt ja Bücher geschrieben über den Garten. Der Garten, das ist ja die gezähmte Natur, etwas einfach gesagt vielleicht. Sie haben Bücher geschrieben, das heißt The Founding Gardeners, über die Gründerväter der USA und ihre Gärten und inwiefern sich ihre Politikvorstellung in den Gärten spiegelt. Was fasziniert Sie denn persönlich mehr? Also nicht so der gezähmte, geordnete Garten oder die wilde Natur, die sie im Dschungel Ich würde das gar nicht so unterscheiden. Und ich würde auch sagen, dass die Bücher, für mich sind das alles Bücher über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Und wie wir die Natur verstehen und wie wir die Natur behandeln. Und für mich zum Beispiel das Buch über die Gründungsväter in Amerika, da habe ich den Garten sozusagen benutzt als ein Fenster in das Politische. Weil ich glaube, dass wir das alles nicht voneinander getrennt halten können. Also genauso wie Humboldt die Natur als ein Reich der Freiheit sieht und das als Inspiration sieht, zum Beispiel, dass wir keine Sklaverei haben sollten. Genauso kann ich sehen, wie die Gründungsväter in Amerika ihre Gärten benutzt haben, um politische Statements zu machen. Also zum Beispiel George Washington hat am Abend vor der Schlacht von New York 1776 hat er seinem Estate Manager von Mount Vernon gesagt, er soll den ganzen Garten rausreißen, alle englischen Bäume rausreißen. Für mich ist das so eine gärtnerische Declaration of Independence. Also wollte nur nordamerikanische Bäume und Sträucher in seinem Garten haben. Also das ist so ein ganz starkes politisches Statement gewesen. Über den Zusammenhang von Natur und Politik bei Humboldt werden wir gleich noch reden. Jetzt interessiert mich aber noch die Figur oder der Mensch Humboldt. Sie haben gesagt, rastlos. Wie ist er denn aufgewachsen? Wie war seine Kindheit? Also, Alexander von Humboldt hat selber von sich behauptet, dass er eine sehr unglückliche Kindheit hatte. Sein Bruder Wilhelm hat das auch gesagt. Beide Söhne, Wilhelm war 2 Jahre älter, beide Söhne haben sich sozusagen nicht geliebt gefühlt von ihrer Mutter. Die Mutter war relativ emotional kalt. Der Vater starb sehr jung. Und die Jungs sind also in Tegel bei Berlin aufgewachsen. Wilhelm hat sich in seine Bücher geflüchtet und Alexander hat sich
in die Natur geflüchtet. Schon Wilhelm war ja der große Bildungsforscher, Sprachforscher, der Geisteswissenschaftler. Genau, ja? der Sprachphilosoph sozusagen, ja. der Bildungsminister von Preußen, der die Universität von Berlin auch gegründet hat. Und Alexander ist also schon als kleiner Junge durch den Wald, hat sich die Taschen vollgestopft mit Insekten, mit Pflanzen, wurde von seiner Familie als der kleine Apotheker bezeichnet und hat schon als kleiner Junge von der großen, weiten Welt geträumt. Aber er fühlte sich immer einsam. Fühlte sich unverstanden, war kränklich, was man sich heute gar nicht vorstellen kann, weil er diese unglaubliche Reise überstanden hat und dann fast 90 Jahre alt wurde. Aber ich glaube, Humboldt hat sich ganz stark von der preußischen Gesellschaft eingeschränkt gefühlt. Dann kam dazu, dass er gerne die Wissenschaften studieren wollte. Und seine Mutter hatte aber andere Karrierevorstellungen, wollte, dass die beiden Söhne im preußischen Staatsdienst anfangen zu arbeiten. Der Kompromiss war dann, Bergassessor zu werden, weil das der einzige Beruf im preußischen Staatsdienst war, wo man wissenschaftlich arbeiten musste, weil man die neuesten wissenschaftlichen Kenntnisse in der Geologie wissen musste. Und dann starb die Mutter 1796, Humboldt Mitte 20, begeistert im Grunde genommen. Also beide Söhne sind nicht zur Beerdigung gegangen. Und innerhalb von 4 Wochen hatte Humboldt seinen Job gekündigt und fing an, seine große Reise vorzubereiten. Also das war wie so eine Erleichterung für ihn. Sich gelöst von diesen Ketten. Und das große Vermögen hatte er, sodass er sich diese Reise auch leisten konnte. Weil Humboldt, anders als andere Entdeckungsreisende, ist Humboldt als Privatmann gereist. Also nicht im Auftrag einer Regierung oder eines Königs, sondern hat selber entschieden, sozusagen. Aber er musste die Erlaubnis haben von diesen Kolonialmächten, von Spanien und so weiter. Er wollte ja auch nach Indien, auf den Himalaya, hat er aber nicht geschafft. Die Briten haben sich das angeguckt, wie Humboldt die Spanier kritisiert hat in Südamerika. Den Kolonialismus. Genau, und haben dann gesagt, warum sollen wir diesen preußischen Querulanten nach Indien lassen, damit er dann über die britische Kolonialmacht schlecht schreibt. Ja. Das hat er nie geschafft, hat er auch bis zum Ende seines Lebens wirklich bereut. Hatte er Beziehungen, Liebesbeziehungen? Also Humboldt hat nie geheiratet. Humboldt war der berühmteste Wissenschaftler seiner Zeit und es hat niemals eine Frau gegeben, die gesagt hat, sie hatte eine Affäre mit ihm. Also die meisten Historiker, ich zähle mich da auch dazu, gehen heute davon aus, dass Humboldt homosexuell war. Mhm. Inwieweit er das körperlich ausgelebt hat, wissen wir nicht. Er hatte sehr intensive Freundschaften mit jungen männlichen Wissenschaftlern, aber wie weit er das wirklich körperlich ausgelebt hat, werden wir erst wissen, wenn wir irgendwann einen Brief finden, wo er das beschreibt. Es gibt diese eine interessante Stelle, die Sie auch in Ihrem Buch haben, wo er schreibt, diese körperlichen Strapazen. Sie haben gesagt, er hat den eigenen Körper als Instrument benutzt und diese Berge bestiegen und so. Die helfen auch dabei, von einem bestimmten Trieb so ein bisschen abzulenken oder den zu mildern. Ja, er beschreibt das, dass sozusagen diese körperliche Anstrengung die Leidenschaft unterdrückt. Und es gibt dann das Argument, dass es sein könnte, dass er vielleicht seine Sexualität nicht ausgelebt hat und dass er deshalb diese unglaublichen körperlichen Strapazen auf sich genommen hat. Weil das ist wirklich, also was Humboldt gemacht hat, zum Beispiel in den Anden, das ist schon unfassbar. Also wie er da, also wie sie über diese Anden hoch und runter, also mit schlimmstem Schuhwerk, immer wieder sind ihnen die Sohlen der Schuhe zum Beispiel zerrissen, in eisiger Kälte, in tropischer Hitze. Und er hat das alles immer weiter, sich immer weiter hochgetrieben, weitergetrieben. Er ist einerseits so was wie ein Einstein, aber andererseits auch so was wie ein Reinhold Messner, irgendwie in einer Person. Ja. Oder? Also ein Draufgänger, aber ein unglaublich guter Wissenschaftler. Humboldt ist wirklich ein Mann der Gegensätze. So muss man ihn auch wirklich verstehen. Also auf der einen Seite ist er jemand, der der erfahrenste Bergsteiger seiner Zeit ist. Auf der anderen Seite ist er jemand, der wirklich die größten Erkenntnisse hat. Mhm. Auf der einen Seite ist er jemand, der den Ruf hatte, ziemlich zynisch zu sein und auch mal ablästern konnte über Leute. Und auf der anderen Seite hat er immer Künstlern und Wissenschaftlern in Not geholfen. Also es gibt diese beiden Seiten, was ihn, glaube ich, auch interessant macht als Persönlichkeit. Also man darf ihn auch nicht auf so ein Podest draufsetzen und sagen, der große Held Humboldt. Lassen Sie uns jetzt ein bisschen über die Erkenntnisse reden. Sie haben das schon angesprochen, diese Erfindung der Natur bestand darin, die Natur nicht als Maschine zu sehen, sondern als Netz, als Organismus, als Lebewesen vielleicht sogar. Und das Ganze kommt in einem
in einer Grafik zum Ausdruck, die heißt Naturgemälde. Das hat er gemacht. Und zwar sieht man auf diesem Bild den Chimborazo, diesen Berg, und ganz viele Linien, wo er diese Klima- und Vegetationszonen, die er auch entdeckt hat, vergleicht über den ganzen Globus hinweg. War diese globale Perspektive, war das das Revolutionäre von Humboldt? Ja, Humboldt ist der, also es gibt viele Sachen, die revolutionär sind, aber eine Sache ist, also er sieht die Erde als einen lebendigen Organismus. Er spricht von globalen Vegetations- und Klimazonen. Also er sieht Verbindungen über die ganze Welt. Also, und man muss sich vorstellen, andere Wissenschaftler haben sich die Welt angeguckt im System der Klassifikation. Also die haben sozusagen die Natur eingepfercht in dieses Korsett der Klassifikation, immer kleiner werden. Und Humboldt hat genau das Gegenteil gemacht. Humboldt hat alles miteinander verbunden, hat alles global gesehen, hat alles immer miteinander verglichen. Also nicht unterteilt, sondern verbunden. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Wichtige. Und das sieht man im Naturgemälde auch, weil er dort die Pflanzen eingezeichnet hat auf dem Chimborazo. Das sind die kleinen schwarzen Striche. Man kann es nicht lesen jetzt hier. Aber eingetragen auf der Höhe, wo er sie gefunden hat. Links und rechts haben wir 20 Spalten, wo er alle möglichen wissenschaftlichen Daten gibt. Alles Sachen, die er errechnet hat, gemessen hat. Schwerkraft, die chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre. Und dann kann man eine Linie ziehen und dann kriegt man alle Informationen, ich sag mal, über 5000 Meter. Ist ja auch ein Kunststück der Wissenschaftsvermittlung. Bildgebendes Verfahren oder sowas Ähnliches. Oder? Ja, also ich würde Humboldt, also ich bezeichne ihn auch eigentlich so als Vater, das, was wir heute Infographic nennen. Also Humboldt hat immer wieder daran geglaubt, dass die Wissenschaften demokratisiert werden müssen. Also er hat geglaubt, dass Wissen Macht ist. Er hat seine Bücher geschrieben viele von den Büchern hat er geschrieben fürs allgemeine Publikum. Er hat seine wissenschaftlichen Daten visuell ausgedruckt. Also er hat immer wieder versucht, die Kunst und die Wissenschaft miteinander zu verbinden. Oder sagen wir mal so, er hat sie nie getrennt. Das ist ja eine relativ neue Entwicklung. Für Humboldt hat das eine was mit dem anderen zu tun. Sie haben gesagt, die Natur als Lebewesen, als Organismus denken, wo alles miteinander zusammenhängt. Hat die Natur dann auch ein Ziel, ein Zweck für Humboldt? Strebt die irgendwo hin, nach mehr Komplexität? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so sieht er das gar nicht. Ich glaube, er sieht das mehr als, das ist die ganze Welt. Also er hat jetzt nicht diesen Evolutionsgedanken wie Charles Darwin, sondern, also er spricht zwar auch von den veränderten Arten, aber Humboldt entwickelt nie, und ich glaube, das ist ganz wichtig, Humboldt entwickelt nie ein ganzes System. Humboldt ist so rastlos und neugierig, der geht in eine Richtung, der geht in die andere Richtung. Aber dieses Natur als Organismus, das ist für ihn mehr ein, wie soll ich das erklären, das ist ein System, in dem jeder Organismus einen Platz hat. Er spricht davon, dass ein Leben ist ausgegossen über Steine, Insekten, Menschen, Pflanzen. Wir sind alle Teil dieses Netzes. Das ist, ich glaube, er sieht das mehr wie ein Netz. Nicht unbedingt mit einem Ziel. Ich möchte mit Ihnen noch über diesen wichtigen Aspekt sprechen, den Sie schon erwähnt haben, nämlich, dass die Natur nicht nur vermessen wird, sondern auch erfahren wird, erlebt wird. Also Natur als Erfahrung. Und Sie haben schon gesagt, an Goethe hat er geschrieben, die Natur muss gefühlt werden. Er stand ja in Kontakt mit Goethe. Goethe hat ihn besucht, oder er ihn, ich weiß es nicht mehr genau. Er hat auch Schiller in Jena besucht, damals, vor der Reise noch. Er hat auch Immanuel Kant gelesen. Das heißt, er hat sehr viel auch Austausch gehabt mit Dichtern und Philosophen. Wie haben die denn sein Denken oder sein Naturverständnis geprägt, Goethe oder Kant? Also Humboldt hat sehr viel Zeit in Jena verbracht, also teilweise monatelang. Sein Bruder Wilhelm lebte in Jena. Und in Jena hat er dann Goethe und Schiller getroffen. Und das war eine ganz, ganz wichtige Zeit für Humboldt. Und zwar haben sich Humboldt und Goethe gegenseitig ganz stark beeinflusst.
Goethe, damals natürlich der berühmteste Dichter seiner Zeit, war Mitte 40, Humboldt war Mitte 20. Und Goethe war nicht nur Dichter, sondern hat sich auch ganz stark für die Wissenschaften interessiert. Und was ihm aber fehlte, war so ein wissenschaftlicher Sparringpartner. Und dann tauchte dieser rastlose, neugierige junge Humboldt auf. Und die beiden haben also zusammen experimentiert. Die haben Leichen seziert und Frösche und Mäuse. Die haben Vorlesungen besucht, die haben sich unterhalten, die sind auf Spaziergänge gegangen, die haben gegenseitig ihre Schriften sich vorgelesen und haben also ganz stark sich ausgetauscht, sodass Goethe gesagt hat, meine naturhistorischen Arbeiten sind aus dem Winterschlaf geweckt worden von Alexander von Humboldt. Und Humboldt hat gesagt, dass Goethe ihn mit neuen Organen ausgestattet hat. Und zwar waren das diese Organe, die Welt anders zu sehen. Also er kam in Jena an als Empiriker, als Wissenschaftler der Aufklärung sozusagen. Und es war Goethe, der immer wieder ihn sozusagen gezeigt hat, dass auch unsere Sinne wichtig sind, um diese Welt zu verstehen. Da war dann auch Immanuel Kant ganz wichtig. Also Kant hat halt gesagt, diese Diskussion zwischen dem Dualismus zwischen der Innen- und der Außenwelt. Was Kant gesagt hat, ist, dass der Mensch sozusagen Bürger zweier Welten ist. Die Außenwelt, das Ding an sich, werden wir niemals richtig erkennen können. Die Innenwelt, unsere Welt der Wahrnehmung, ist immer subjektiv. Die Kategorien in unserem Verstand von Raum und Zeit entscheiden, wie wir diese Welt sehen. Also die Welt ist immer die Welt, wie sie von uns erfahren und erlebt wird. Genau, unsere Sinne sind sozusagen wie eine getönte Brille, durch die wir die Welt sehen. Und damit wurde die Subjektivität wichtiger. Und das war ganz, ganz wichtig für Humboldt. Also der sozusagen von seiner empirischen Forschung, von seiner wissenschaftlichen Messung, das hat er dann verbunden mit den emotionalen Reaktionen zur Natur. Genau, wir sehen hier im Bild noch beide Gebrüder Humboldts mit Schiller und Goethe da in Jena. Und was Sie jetzt am Schluss gesagt haben, also dieses subjektive Element, dass das ins Spiel kommt, das fehlt auch unseren heutigen Debatten ums Klima und um die Natur, sagen Sie. Und Sie haben auch dieses wundervolle, kunstvolle Buch herausgegeben, zusammen mit Lilian Melcher, einer Illustratorin. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen, was da die Idee, was da die Idee war hinter dem Buch. Stell es mal kurz Also was mir ganz wichtig war, war diese, auch die künstlerische Seite von Humboldt zu zeigen. Und der ausschlaggebende Grund war, die legendären Humboldt-Tagebücher aus Lateinamerika waren im Privatbesitz bis Ende 2013. Und dann wurden die gekauft und waren auf einmal der Öffentlichkeit zugänglich. Und als ich diese Tausenden von Seiten gesehen habe mit Humboldts Skizzen und allem, war mir irgendwie klar, ich wollte ein Buch machen, was auch diese Seite zeigt. Und ich wollte diese Manuskripte auch zeigen. Das kann man in einer traditionellen Biografie natürlich nicht, weil das hauptsächlich auf Wörtern und nicht auf Zeichnungen beruht. Aber hier haben wir halt ein Buch gemacht, wo wir ganz viel Humboldts eigene Manuskripte benutzt haben. Also er schwimmt durch seine eigene, finde ich jetzt natürlich gerade keine Seite, er schwimmt durch, hier ist zum Beispiel eine Seite, wo er das Zelt aufzeichnet, wo sie übernachtet haben in den Anden. Was ich wollte, das sind Originalzeichnungen, das sind seine vermischt Zeichnungen, mit Illustrationen. Was ich wollte, ich wollte ein Buch machen, das zeigt, dass ein Wissenschaftler das Emotionale, das Künstlerische haben kann, aber trotzdem ganz präzise Messungen macht und Gedanken hat und wissenschaftlich arbeitet. Ja. Neben diesem künstlerischen Moment gibt es auch das Politische bei Humboldt. Und darüber möchte ich jetzt mit Ihnen noch ein bisschen reden. Die Natur hat er gesehen als Reich der Freiheit, das haben Sie schon mal gesagt. Und hat sein politisches Ideal irgendwie auch aus diesem Naturideal abgeleitet. Also der hohe Wert der Freiheit, hat er den letztlich aus der Natur genommen und ist irgendwie Natur für ihn auch ein Vorbild für Politik? Ich glaube ja. Also Humboldt hat die Natur oft, also das Reich der Freiheit genannt, die Republik der Freiheit, und hat gesagt, genauso wie es in der Natur keine überlegenen und unterliegenden Organismen, Wesen, Pflanzen gibt, sondern alles hat seine Daseinsberechtigung. Genauso ist das mit den Menschen. Es gibt keine unterlegenen oder überlegenen
Menschen. Also deshalb kann es keine Sklaverei geben. Also und das sind Sachen, die er aus. Das ist unnatürlich. Das ist genau. Er hat gesagt, Sklaverei ist unnatürlich und das größte Übel der Menschheit. Hat immer sein ganzes Leben lang das kritisiert. Aber ist die Natur nicht auch ein Kampf, was uns dann natürlich Darwin und Co. gelehrt haben? Das ist ein Kampf ums Überleben. Ist ein Kampf ums Überleben, aber das kann, aber es ist trotzdem ein, das ist nicht, dass die, dass eine Menschenrasse sozusagen der anderen überlegen ist. Also das ist, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun für ihn, sondern das ist in der Natur regiert die Natur. Sozusagen, oder die Lebenskraft, aber nicht der Mensch. Der Mensch ist nicht die, ich glaube, das ist das Wichtige, der Mensch ist nicht die Krönung der Schöpfung und kann deshalb auch nicht die Natur zerstören. Und er ist ja da durch diese Länder gereist und hat auch unterschiedliche indigene Kulturen kennengelernt. Und hat, das fand ich ganz interessant, nicht auf die heruntergeblickt, wie viele damals, sondern eine ungeheure Wertschätzung entwickelt für diese Kultur. Ja, also Humboldt hat, also ist durch Südamerika gereist, durch Lateinamerika gereist und hat immer wieder, anders als andere Europäer, die indigenen Völker als Barbaren gesehen hat, hat immer wieder gesagt, das sind die besten Beobachter der Natur, das sind die besten Geografen, die ich hier getroffen habe, hat ihre Sprachen gesammelt, war fasziniert von ihrer Art, die Natur der religiöse Aspekt der Naturbewunderung der indigenen Völker, hat das also immer wieder in seinem Tagebuch notiert, war also sehr offen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, die indigenen Völker haben ihn durch den Urwald geführt. Also er hat auch gesehen, was sie wussten, was sie konnten, hat später zum Beispiel auch geschrieben, dass die Sprachen, das ist kein abstraktes, europäisches, philosophisches Konzept gibt, was nicht in einer Sprache der indigenen Völker ausgedrückt werden kann. Also ganz, ganz anders als das, was die anderen Europäer zu der Zeit gesagt haben. Dieser Humboldt, man kann ihn eigentlich nur gut finden. Gibt es auch Schattenseiten dieser Vorzeigefigur? Was sind so die Schattenseiten? Also Humboldt darf man nicht auf den Podest setzen. Humboldt war jemand, der hatte den Ruf, dass er schwer ablästern konnte. Ich glaube, Humboldt hatte nicht besonders viel Geduld für dumme Menschen. Humboldt konnte ohne Punkt und Komma reden. Also das haben wir wirklich, also wir haben ganz viele Zeitzeugen berichten, die gesagt haben, also wenn Humboldt in den Raum kommt, kriegt man kein einziges Wort rein. Charles Darwin hat das auch gemerkt, als er Humboldt das erste Mal kennengelernt hat. Humboldt ist jemand, der zwar verstanden hat, wie der Mensch die Natur zerstören kann. Aber er hat das nicht in politischen Aktivismus umgewandelt. Also das hat er dann sozusagen der nächsten Generation überlassen. Humboldt war so rastlos, so neugierig, dass er nie irgendwas wirklich zu Ende gedacht hat, sondern dann wieder irgendwie abgelenkt worden ist von was anderem und was anderes gemacht hat. Also es gibt schon einige Sachen. Und hat er nicht auch ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Kolonialismus? Weil er ist ja irgendwie, hat diesen Kolonialmächten auch Informationen beschafft. Also einerseits den Spaniern über diese Gebiete da. Und später ist er dann nach Russland gereist, auf Auftrag des Zaren und hat dem irgendwelche Informationen gegeben über Goldvorkommnisse und so weiter. Also in Russland, die Russlandreise 1829, die hat Humboldt gemacht, weil er nicht nach Indien gekommen ist. Und Russland war sozusagen so weit nach Asien, wie er kommen konnte. Mhm. Die wurde bezahlt, also vom russischen Zar. Er musste einen Vertrag unterschreiben, dass er nicht über die Zustände der Bevölkerung schreiben darf. Also der russische Zar wusste ganz genau, dass das sonst passiert. Mhm. Aber was Humboldt gemacht hat, ist, dass er trotzdem noch einen riesengroßen Umweg von mehreren tausend Kilometern gemacht hat, um doch zum Altai-Gebirge zu kommen. Aber das stimmt schon. Also er hat zum Beispiel der russischen Zarin versprochen, dass er ihr Diamanten findet, weil er gesagt hat, das Uralgebirge ist genauso wie die Gebirge in Brasilien, wo es Diamanten gibt. Also er hat das vorhergesehen. Und da kam dann sozusagen sein Wettbewerbsgedanke durch. Und er hat dann auch prompt die ersten Diamanten in Russland gefunden. Mhm.
Nochmal zurück in die USA oder nach Amerika. Der Thomas Jefferson hat ihn ja auch eingeladen nach Washington, hat mich total überrascht. Also der dritte Präsident der USA und Verfasser der Unabhängigkeitserklärung. Was wollte denn Jefferson von Humboldt? Also Humboldt war ein Jahr in Mexiko und hat dort auch viel Zeit in den Archiven verbracht und viele Daten gesammelt über Bevölkerung, über Landwirtschaft, über Handel, über Militär. Und Thomas Jefferson hat 1803 das Louisiana Territory gekauft für die USA, damit die Größe der USA verdoppelt und Mexiko war der neue Nachbar der USA. Mhm. Humboldt kam also aus Mexiko nach Nordamerika und Jefferson hat Humboldt bombardiert mit Fragen über Mexiko. Und Humboldt, der an die Republik der Gelehrten geglaubt hat, hat also freudig seine Notizen aufgemacht, seine Karten den Amerikanern gegeben zum Kopieren. Also das ist so, also alles Dinge, alles Daten, die eigentlich den Spaniern gehörten, hat er sozusagen Jefferson gegeben. Und Jefferson, also das war genau das, was Jefferson natürlich wollte. Und Jefferson war dann total begeistert von Humboldt. Aber dazu muss man auch sagen, dass sowohl Jefferson als auch Humboldt sind diese Universalgelehrten. Also Jefferson war auch ganz fasziniert von den Wissenschaften zum Beispiel. Und die haben sich also auch wissenschaftlich sehr stark ausgetauscht, nicht nur politisch. Aber es gab zum Beispiel auch diese Freundschaft zwischen Humboldt und Simon Bolivar, dem lateinamerikanischen Unabhängigkeitskämpfer, der ja dann irgendwie diese Nation von den Kolonialmächten befreit hat. War da Humboldt auch eine Inspiration für so Figuren wie Bolivar? Ja, also Humboldt und Bolivar haben sich kennengelernt 1804 in Paris. Da war Bolivar noch ein junger, wilder Partyfeierer sozusagen. Und als er dann zurückkehrte nach Lateinamerika und dann dort die Kolonien befreite, hat Bolivar Humboldts Bücher benutzt. Einmal um Informationen über Lateinamerika zu gewinnen, weil Bolivar kam aus Venezuela. Aber Humboldt war überall gewesen. Also Humboldt hatte ganz viel Informationen, die Bolivar nicht hatte. Aber was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, ist, Bolivar hat später gesagt, Humboldt hat Südamerika mit seiner Feder aufgeweckt. Also die Beschreibung Humboldts von Lateinamerika als dieser majestätische Kontinent mit diesen unglaublichen Bergen und Flüssen, hat Bolivar gesagt, hat sozusagen die Südamerikaner aufgeweckt und stolz gemacht auf ihren Kontinent. Und er hat auch immer wieder, Bolivar hat immer wieder die Metaphern aus der Natur benutzt, um seine Revolution zu erklären. Ganz stark angelehnt an Humboldt, hat immer wieder davon gesprochen, wir stehen auf einem Vulkan, der kurz vorm Explodieren ist. Oder hat gesagt, die Freiheit ist eine kostbare Pflanze. Also die beiden haben auch weiterhin korrespondiert dann miteinander. Also Natur immer als Metapher für Politik, auch für politische Ideale und so weiter. Und auch für die Stärke. Die Stärke Südamerikas wurde ausgedrückt durch zum Beispiel die Anden. Diese majestätischen großen Berge wurden ein Symbol für diese jungen Nationen, die sozusagen die Tyrannie der Spanier abwerfen wollten. Wie ist das mit so großen Vorzeigefiguren wie Humboldt? Sie haben gesagt, er hatte Schattenseiten, aber die werden ja auch von der Geschichte immer instrumentalisiert, oder das geschieht oft. War das bei Humboldt auch so? In verschiedenen Zeiten? Ja, also Humboldt ist in verschiedenen Zeiten verschieden benutzt worden. Ich glaube aber, das passiert sowieso immer. Also jeder Historiker, also wenn irgendein Historiker behauptet, sie sind total objektiv, das kann man gar nicht sein. Natürlich sieht man diese historischen Figuren durch die Linse, sozusagen durch die Scheibe unserer heutigen Zeit, durch die Scheibe des 21. Jahrhunderts. Ich glaube aber, Humboldt ist ehrlich gesagt einer der wenigen, die man relativ gut hinstellen kann heute, als guten Europäer. Also der hat relativ wenig daneben gehauen in seinem Leben. So, also irgendwann ist ihm vorgehalten worden, dass er also wie so ein Imperialist durch Südamerika gereist ist. Das ist wirklich nicht der Fall. Es gibt einen einzigen Moment, wo er wirklich daneben haut, das ist, als er ein Grab plündert, weil er die Skelette haben will für die Wissenschaft. Das ist aber wirklich, also im ganzen Tagebuch
sagen diese ganzen 4000 Seiten, ist das einzige Mal, dass mir eine, also sozusagen eine Begebenheit beschrieben worden ist, wo ich dachte, okay, da ist er wirklich so der klassische Entdecker aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Da gehe ich mit dir. Ja, und der auch runterguckt. Und der sagt, also okay. Eure Grabstätten sind nicht so wichtig wie meine Wissenschaft. Wo war das? Das war am Orinoco. Mhm. Mhm. Es gibt ja auch die Debatte darüber, über diese Kolonialgüter, Raubkunst und so weiter. Jetzt vor allem in Berlin, die Debatte um das Humboldt-Forum. Also Ausstellungen über außereuropäische Kulturen sind da. Sind da all diese Gegenstände, die solche Leute wie Humboldt mit nach Europa gebracht haben? Würden Sie ihm da etwas vorwerfen? Also ich finde, dass das eine ganz, ganz wichtige Debatte ist. Und ich finde, das muss intensiv diskutiert werden. Ich glaube nicht, dass man alle Museen auf einen Schlag leerräumen muss. Humboldt hat interessanterweise relativ wenig mitgebracht, einfach weil er nicht so viel transportieren konnte. Das, was er hauptsächlich mitgebracht hat, waren Aufzeichnungen und waren Pflanzenproben. Mhm. Also 60.000 getrocknete Pflanzen hat Humboldt mitgebracht. Nicht so viele Kulturgegenstände, wie man denkt. Also er hat zum Beispiel ein paar Hieroglyphen mitgebracht, aber das meiste hat er kopiert in den Archiven in Mexiko. Da spricht auch wieder diese Wertschätzung, einfach, die er hatte für diese Kulturen und für diese Menschen. Jetzt aus heutiger Sicht, was können wir von Humboldt mitnehmen? Was ist sein Beitrag? Sie haben es schon ein bisschen so angetönt in Sachen, in den gegenwärtig laufenden Debatten um Klimawandel, aber auch um Migration vielleicht. Was würden Sie sagen, müssten wir von oder können wir von Humboldt mitnehmen in unsere Zeit? Für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, dass Humboldt die Wissenschaft und die Kunst zusammenbringt. Also das Rationale und das Emotionale. Was ich einmal ganz wichtig in der Debatte des Klimawandels finde, da habe ich ja vorhin schon drüber geredet, aber ich glaube auch, dass man das noch größer sehen kann. Wir werden ja heute schon, also Kinder im Alter von 6 Jahren, werden ja im Grunde genommen in der Schule schon in diese Schubladen geschoben. Logisch, wissenschaftlich, mathematisch oder kreativ, künstlerisch. Und das sind, glaube ich, das ist ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft, dass wir das schon so früh machen. Das ist eine Sache, glaube ich, wo wir eine Inspiration von ihm nehmen können. Und auch, dass er... Was würde das konkret heißen? Ich glaube, dass man zum Beispiel nicht mehr nur Mathematik getrennt von der Kunst und der Wissenschaft unterrichtet, sondern dass man... jetzt so ganz spontan, ich sag mal, wenn man über Astronomie redet, dann kann man über Kometen sprechen, dann gibt es eine Oper über Kometen, dann gibt es die Zeichnungen, die gemacht worden sind, dann gibt es die Mathematik dahinter, dann gibt es die Physik des Universums dahinter, also dann gibt es die Gedichte, die über Kometen geschrieben worden sind, dann kann man darüber sprechen, was das in der Religion bedeutet hat. Ich glaube, dass man diese Verbindung viel mehr schaffen muss. Und was hilft das? Was das hilft, ja. Ich glaube, dass wir dadurch viel gesamtheitlichere Menschen werden. Und nicht nur, ich glaube, wir können, in der Person Humboldt haben wir diese ganzen Sachen zusammen. Er konnte diese Verbindungen sehen. Das schafft heute ein Mensch gar nicht mehr alleine, weil das Wissen viel zu groß ist. Das heißt, wir müssen miteinander zusammenarbeiten. Wissenschaftler mit Künstlern. Ein Beispiel ist zum Beispiel, es gibt einen Künstler, einen Fotografen, Robin Price, der hat durch experimentelle Fotografie kann der die Feinstaubpartikel in der Luftverschmutzung fotografieren. Die sehen aus wie so kleine Lichter, die blinken. Und anstatt zu hören 30 Milligramm pro Kubikmeter, zeigt er ein Foto mit, ich sag mal, von der Küste Wales, wo so ein paar Lichter drin blinken. Oder von Neu-Delhi, wo es vollgeknallt ist. Und für mich sagt das manchmal mehr als Zahlen. Und ich glaube, dass Künstler mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten können, um zum Beispiel unser Wissen über den Klimawandel klarer zu machen, deutlicher zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass das deshalb wichtig ist, dass wir schon in der Schule anfangen, das nicht so zu trennen. Mhm. Sie haben einmal im Gespräch gesagt, die Natur ist für Sie auch ein Wunder. Worin besteht dieses Wunder genau? Das ist ja genau das, was man nicht erklären kann. Also ein Geheimnis. Ich glaube, das ist etwas, das hört sich jetzt ganz fürchterlich esoterisch an, aber ich glaube, das ist was passiert mit meinem Herzen, mit meiner Seele, wenn ich in der Natur bin. Und ich meine damit nicht nur, wenn ich oben auf dem Chimborazo stehe, sondern das kann auch sein, wenn ich in meinem Schlafzimmer in Central London liege und den Morgenchor der Vögel höre. Und,
und mich freue. Oder wenn ich mich freue, auf einmal in einem Busch ganz viele Bienen zu sehen und denken so, okay, es gibt noch welche. Das ist ein Wunder. Das spricht irgendwie zu mir nicht auf einer rationalen, intellektuellen Ebene, sondern das geht mir direkt in die Seele oder ins Herz. Und ich glaube, dass wir alle dieses Gefühl haben müssen, immer wieder. Das ist wie ein Menschenrecht, das gehört zu uns dazu, weil wir aus der Natur kommen, weil unsere Fantasie sich in der Natur gebildet hat, vor Zehntausenden von Generationen. Schafft das Kunst bei Ihnen auch, diese Erlebnisse zu wecken? Manchmal, ja. Musik, Gerüche. Mhm. Aber Natur, bei Natur ist es am einfachsten bei mir. Das können auch Geräusche der Natur sein. Es ist interessant, bei Immanuel Kant gibt es eine Stelle, wo er schreibt, Natur ist dann schön, wenn sie wie Kunst aussieht und Kunst dann, wenn sie wie Natur aussieht. Dann kommen diese beiden Sachen zusammen. Ja. Zum Schluss, letzte Frage. Angenommen, Sie könnten Humboldt irgendwann mal im Himmel treffen. Was würden Sie ihn fragen? Was wollen Sie unbedingt von ihm wissen? Ich glaube, ich würde ihn gerne fragen, ob er irgendwelche großartigen Ideen hatte zum Klimawandel heute, weil er das nie zu Ende durchgedacht hat. Und weil ich glaube, dass wir Menschen, die so außerhalb ihrer Disziplin denken können wie Humboldt, solche Menschen brauchen. Ich glaube, das würde ich ihn fragen. Aber auch vor allen Dingen, weil ich das immer gefragt werde, was würde Humboldt denken, wenn er das heute sehen würde? Weiß ich nicht, würde ich ihn gerne fragen. Und was würde er sagen aus Ihrer Sicht? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist immer, dass ich habe eine Tagebucheintragung gefunden, wo er schon im Jahre 1801 eine sehr düstere Zukunft voraussieht, wo er sagt, es könnte sein, dass die Menschen irgendwann zu fernen Planeten reisen. Und wenn das passiert, nehmen sie ihre tödliche Mischung aus Gier, Arroganz und Ignoranz mit sich und werden diese Fernplaneten genauso veröden lassen wie unsere Erde. Echt jetzt? 1801? Ja. Ja. Auf ferne Planeten ausweichen, weil die Erde nicht mehr belebbar ist. Ich meine, das wird ja jetzt arbeitet man ja daran. Die heutigen Entdecker gehen ja nicht mehr nach Südamerika, sondern auf den Mars. Sind da die neuen Humboldts zu finden? Ich weiß das nicht. Ich glaube bei Humboldt, das ist so eine Lust gewesen, wegzugehen auch. Und ich weiß nicht, wie sehr ob das gleiche Gefühl ist, wenn man auf den Mars fliegen würde, weil es so weit weg ist dann. Aber vielleicht waren die Anden damals genauso weit wie der Mars heute. Mhm. Das war ein unglaubliches Risiko auch der Mars. Man wusste ja fast nichts. Ja. Frau Wulff, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, nächste Woche spricht mein Kollege Wolfram Eilenberger mit der preisgekrönten US-amerikanischen Historikerin Jill Lepore über die Geschichte der USA von der Gründungsidee bis zur Gegenwart. Und jetzt gleich erfahren Sie, welche aktuellen Schweizer Kinofilme etwas taugen und welche nicht. Der Filmtalk in der Sternstunde Kunst. Und zum Schluss noch eine Anmerkung in eigener Sache. Ich werde Sie und Sie mich erst im Februar wiedersehen. In der Zwischenzeit gehe ich meinen Pflichten als zweifacher Papa nach. Kommen Sie also gut durch den Winter und einen schönen Sonntag.